Und Frau geht vor Mann. Ja, vielen Dank. Ich bin es auch schon geübt, nach der Mittagspause den Saal wieder voll zu reden. Das ist auch für dich besser, Matthias. Dann sind mehr Leute da. Für ein soziales Berlin, für eine starke Linke. Unser Antrag A2 beschreibt die strategische Ausgangslage und dann unsere konkreten Aufgaben bis 2016. Berlin wird grotesk schlecht regiert. Klaus hat es geschildert. Und die Berlinerinnen und Berliner merken das. Darüber werden auch die steigenden Umfragewerte der SPD nach der Prinzenkür nicht hinwegtäuschen. Und die Berlinerinnen und Berliner organisieren sich. Sie nutzen die von uns unter Rot-Rot durchgesetzten Instrumente direkter Demokratie. Das haben wir beim Energievolksbegehren im Volksentscheid, beim Tempelhofer Feld, aber auch auf bezirklicher Ebene, bei der Kleingartenanlage Ollenhausen oder der Parkraumbewirtschaftung deutlich gemerkt. Viele kämpfen um ihre Freiräume und gegen Verdrängung, Vertreibung, Ausgrenzung und nutzen dafür die gesamte Klaviatur außerparlamentarischen Handelns und Widerstands. Der Senat übt sich in Ignoranz und spielt etwa in Sachen Flüchtlinge mit dem Feuer. Wir, die Linke, sind mit unseren Genossinnen und Genossen, unseren Positionen und Aktionen und der parlamentarischen Flankierung Teil vieler stadtpolitischer Auseinandersetzungen um ein sozialeres, offeneres, demokratischeres Berlin. Um mehr durchsetzen zu können, müssen wir stärker werden und das auf allen Ebenen. Deswegen haben wir uns vorgenommen und mit den Bezirken und beim Treffen mit den Landesarbeitsgemeinschaften besprochen, dass die Mitgliederarbeit und Werbung nächstes Jahr ein wichtiger Teil unserer Arbeit wird. Mitgliederwerbung funktioniert am besten, wenn sie an ein inhaltliches Projekt, am liebsten eine Kampagne, angebunden ist. Wir können Kampagnen. Auch deshalb, lasst uns die Kampagne für gute Arbeit nutzen, also gegen prekäre Beschäftigung. Das muss drin sein, so der offizielle Titel. Da ich vorhin nicht mehr dran gekommen ist, verweise ich auf den Reader, wo das alles nochmal ausgeführt ist. Lasst sie uns nutzen, genauso wie eine mögliche Befragung zur Olympiabewerbung oder ein mögliches Volksbegehren zur Mietpreisexplosion und Verdrängung. Aber genauso wichtig ist es, die Linke auch in den Institutionen auf allen Ebenen zu stärken. In den Bezirken, im Abgeordnetenhaus. Die Botschaft heute auch, muss auch sein, die Linke Berlin greift an. Die Linke Berlin kämpft mit dem progressiven Teil der Stadtgesellschaft für ein soziales Berlin, für den Politikwechsel in Berlin. Und da rede ich jetzt nicht über Regierung oder Opposition, sondern dafür, dass wir stark werden und durch den Druck, durch diese starke Präsenz im Land für Politikveränderung sorgen. Wir laden die Stadtgesellschaft ein, mit uns den Zukunftsdialog für ein soziales Berlin weiterzuführen. Und ich setze dabei auf das Wissen und die Kompetenz unserer Mitglieder und Landesarbeitsgemeinschaften. Einige Themen müssen wir noch bearbeiten. Verkehr zum Beispiel. Ein tägliches Ärgernis für so viele, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Und zwar auch, wenn nicht gestreikt wird. Ich weiß, dass unsere IG Nahverkehr gerade an einem Leitbild für Berlin arbeitet. Lasst uns das aufgreifen. Wir müssen weiter an Bausteinen für Bildung, Wissenschaft, Armutsbekämpfung, Demokratisierung, Stadt der Vielfalt arbeiten. Gemeinsam mit den unterschiedlichen Kräften, die wir haben. Und dann ist das auch die Grundlage für ein Wahlprogramm 2016, das wir ebenfalls in einem breiten partizipativen Prozess zusammenbauen wollen. 2016, das wird die Auseinandersetzung um die Zukunft der Stadt, um soziale Gerechtigkeit, Partizipation, Demokratie und gegen Ausgrenzung und Verdrängung. Der Kampf gegen diese Ausgrenzungen, gegen die soziale Spaltung ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, aber auch der Legitimität des demokratischen Systems. Denn wenn immer weniger Leute zur Wahl gehen und die Rattenfänger der AfD, die ihre rechtspopulistische Fratze immer offener zeigen, immer mehr Zulauf bekommen, zeigt das, dass wir auch um die Zukunft der Demokratie kämpfen und das geht nur sozial und das geht nur mit uns. Wir haben im September eine Kommission Strategie und Wahlen berufen mit Genossinnen und Genossen aus allen Bezirken und weiteren strategisch interessierten Leuten. Ihre Aufgabe ist die Erarbeitung einer Wahlkreisstrategie und einer Kommunikationsstrategie. Wir können uns keine teuren Thinktanks leisten, deswegen setzen wir auf die Schwarmintelligenz unserer eigenen Partei und unserer Mitglieder. Die Wahlstrategie muss bis zum Herbst stehen, 2015. Dann werden wir gemeinsam Landesvorstand, Bezirke beraten, wie wir unsere Ziele einer starken Linken auf allen Ebenen am besten erreichen und im Landesparteitag dazu einen Vorschlag unterbreiten. Diese Stadt braucht eine starke Linke. Sie braucht uns, geeint in der Aktion bei aller Differenz, die wir weiter haben. Das muss über allen Überlegungen stehen. In diesem Sinne bitte ich euch um Zustimmung zu diesem Antrag A2. Ich danke euch.